Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war letzte Woche noch im Urlaub, da war ich so ein bisschen in Dänemark und so ein bisschen in Schweden und da habe ich euch gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen stellen könnt für ein Frage-Antwort-Video. Ein eigenes Frage-Antwort-Video habe ich ja wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht, deswegen sei gespannt, welche Fragen alle dabei sind. Das geht so ein bisschen was über die Werkstatt, über Maschinen, auch über Kohle, so ein bisschen wie das Ganze funktioniert. Die Fragen werde ich heute auf jeden Fall ein bisschen beantworten und wünsche dir viel Spaß beim Zusehen. Also zuerst mal die Information. Ich bin letzte Woche mit meiner Freundin aus dem Urlaub heimgekommen. Da waren wir in etwa 3 Wochen in Dänemark und noch so eine knappe Woche in Schweden. Haben wir super viele Leute getroffen. Wir waren in Hamburg, haben da einen Goldspiet getroffen. Wir waren im hohen Norden, haben den Siege getroffen. Wir waren in Schweden irgendwann und haben da den Matthias alias Teaser getroffen. Ganz, ganz cool. Bin gerade am Überlegen. Ja, hat mega viel Spaß gemacht. Am VW-Bus sind auch nur 2 Teile abgefallen, von daher alles super gut. Jetzt bin ich aber auch wirklich sehr, sehr froh, wieder hier in der Werkstatt zu sein. Und ich konnte es mir natürlich nicht verkneifen, am letzten Tag, als wir nach Hause gefahren sind, noch eine neue Maschine zu kaufen. Seht ihr später. Zuallererst geht es um meine Tischkreissäge. Da wurde ich gefragt, ob ich vorhabe, mir noch in Zukunft eine Formatkreissäge zu kaufen. Ich habe mal es lange Zeit überlegt, tatsächlich erstmal nicht, weil ich mit dieser Tischkreissäge wirklich super, super zufrieden bin. Ich habe mir hier in einem eigenen Video so einen Schiebetisch gebaut und mit dem kann man schon wirklich super, super viel machen. Man kann große Multiplexplatten, also die ganz großen, kann man hier drauf zuschneiden. Man kann das Teil fast wie eine Formatkreissäge benutzen. Man kann halt nur keine Bohlen hier drauf besäumen. Aber ansonsten bin ich damit eigentlich noch ganz zufrieden. Dann wurde ich gefragt, was mein Lieblingswerkzeug in meiner Werkstatt ist. Man könnte jetzt vielleicht denken, dass da hinten der Langbeinschleifer mein Lieblingswerkzeug ist. Aber so ein richtiges Lieblingswerkzeug habe ich gar nicht, denn eigentlich arbeite ich fast mit jeder Maschine super gerne. Aber wie sieht es bei dir aus? Welches Werkzeug ist dir am liebsten? Schreib es mir gerne mal unten in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu einer Frage, da musste ich vor kurzem tatsächlich erst noch mal dran denken. Und zwar wurde ich gefragt, welche Maschine würdest du dir als erstes kaufen, wenn du mit dem Holzwerk neu beginnen würdest? Die alte Werkstatt, in der ich jetzt nicht mehr bin, die habe ich damals mit meinem Vater zusammen gebaut. Da war ich so 15, 16 Jahre alt, so in etwa. Und wir hatten keinen Akkuschrauber. Wir haben alles mit einer Bohrmaschine gemacht. Das heißt, du willst irgendwie auf der Leiter was verschrauben, also eine Bretterwand, da musst du erstmal ein Verlängerungskabel holen. Du musst irgendwie, keine Ahnung, du musst schnell jetzt was unten verschrauben und dann was oben und das Kabel ist immer im Weg. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich als erstes einen Akkuschrauber kaufen, weil wir uns das damals nicht gekauft haben. Ich sag mal, mit 15 Jahren, da hatte ich auch keine Kohle für einen Akkuschrauber, ne? Dann hat mich Daniels gefragt, wie viele Stunden ich in der Woche in YouTube und Co. stecke. Derzeit fängt meine Woche um 7 Uhr morgens an, das heißt um 6:30 aufstehen, fertig machen, an den Computer schauen, was die To-Do-Liste, die ich im Vortag fertig gemacht habe, so alles mir sagt, schauen, was es im Büro gibt, was halt brenzlig ist, dann in die Werkstatt, dann bin ich meistens so um 8:30, 9 in der Werkstatt und dann geht es meistens bis 16, 17 Uhr hier in der Werkstatt und dann nach Hause. Und dann noch bis um 7 Uhr in etwa an PC. Ist dein Haupteinkommen YouTube Shop oder was anderes? Also mit YouTube rein, die Werbeeinnahmen verdiene ich relativ wenig. Da gibt es ja auch das eigene Video, in dem ich dir die Einnahmen auch gezeigt habe. Da siehst du, glaube ich, das Jahr 2020 oder 2019. Das ganze Jahr, was ich da verdient habe. Mein Geld verdiene ich tatsächlich mit dem Onlinehandel. Das ist so der Großteil, von dem ich das Ganze hier bezahle. Was war allgemein deine größte Verletzung? Also ich denke, die größte Verletzung, die auch noch bedeutend schlimmer ausgehen hätten können, war damals, als ich das Gestell von meinem Schreibtisch gekürzt habe und in meinen Winkelschleifer gepackt habe. Da bin ich dann auf diese 08er Trennscheibe mit meinem Gelenk hier gekommen. War wirklich unschön. Was sind deine Ziele mit YouTube? Es ist keine leichte Frage für mich, weil ich sowas halt nicht so gut beschreiben kann. Deswegen war ich in Deutsch in der Schule auch immer so mega, mega grottenschlecht. In der alten Werkstatt war mein Ziel Nummer 1, möglichst viel Reichweite mit diesem YouTube-Kanal zu generieren. Mittlerweile habe ich dieses Ziel nicht mehr. Mittlerweile ist mein oberstes Ziel mit diesem Kanal hier, möglichst gut in Erinnerung zu bleiben. Das bedeutet, ich will ein Video machen, in dem ich zeige, wie ich mir einen Schiebetisch baue. Hat mir vor kurzem erst jemand ein Bild geschickt, so ey, guck mal so und so und so, ich habe das Problem. Da habe ich kurz mit ihm geschrieben, da hat er ein paar Probleme. Und anscheinend bin ich ja so gut in Erinnerung geblieben, dass er sich jetzt diesen Schiebetisch ja nachbaut. Ich will dieser verrückte Typ aus dem Internet sein, der nicht Nein sagen kann, wenn er eine Maschine auf Kleinanzeigen sieht oder wenn ihm jemand schreibt, hey, brauchst du die Maschine? Ich will halt einfach witzig, positiv, gut in Erinnerung bleiben. Das ist mein oberstes Ziel mittlerweile. Und ich denke, man bleibt gut in Erinnerung, wenn man halt eben Videos macht, die einen halt eben unterhalten oder man irgendwie was vielleicht lernt oder keine Ahnung, wenn man so ein bisschen die Leidenschaft, wie zum Beispiel mit den alten Maschinen, ihr seht sie gleich,
wenn man das so ein bisschen teilt. Ich habe gemerkt, wenn ich das mache, dann macht das Ganze hier viel mehr Spaß und es läuft alles viel besser. Wie viele Maschinen willst du dir noch kaufen? Ja. Wie viele Hobelspäne produziere ich im Jahr? Ich glaube, so Tüten hier in etwa 10 Stück. Ich glaube, das kommt in etwa hin. Warum Selbstständigkeit? Mich macht es einfach glücklich, mit solchen Maschinen zu arbeiten und halt eben kreativ Lösungen zu finden und halt eben durch eigene Ideen sein eigenes Geld zu verdienen. Deswegen Selbstständigkeit. Welche Maschinen würdest du noch gerne haben? Ganz, ganz schlimme Frage. Irgendwie alles, was alt, schwer und cool ist. So eine Dampfmaschine ist auch cool, oder? Oder so eine Gattersäge. Ist auch schon cool, das braucht man. Ich war vor kurzem auch beim Lukas Jenny. Der hat ein ganzes Nähatelier mit, ich glaube, bei 10 Nähmaschinen und mit einer Spinnmaschine. Das ist schon cool, das braucht man. Da ist vielleicht passend die nächste Frage, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich glaube, mit einem leichten Messi-Problem und einer vollen Halle, die locker mal 5-mal so groß wie hier diese Werkstatt sein muss. Was hast du gelernt? Ich habe Industriemechaniker für Produktionstechnik gelernt. But by the way, das, was ich hier in den Videos zeige, das habe ich nicht in der Ausbildung gelernt. Da hat man nicht immer das Geschweiß. Also der Ausbildungsumfang war in meinen Augen auf jeden Fall ausbaufähig. Also das, was ihr hier seht, das ist alles selbst beigebracht. Was ist deine nächste Maschine, die du dir gerne holen möchtest? Ich glaube, das wird langsam deutlich, dass ich so ein kleines Maschinenproblem habe, oder? Die nächste Maschine kommt am Freitag. Das ist eine ganz, ganz große Absauganlage. Das wird auch nochmal ganz schlimm. Was würdest du arbeiten, wenn du nicht Handwerk und YouTube machen würdest? Wahrscheinlich würde ich auch, so wie ich es jetzt schon tue, irgendwie eine Art von Online-Shop auf die Beine stellen, weil man dann die Möglichkeit hat, viel cooles Zeug irgendwie sich neu anzusehen und halt die Freude, die man selbst dran hat, mit anderen zu teilen. Irgendwie so in der Art und Weise wahrscheinlich. Eine Frage von Kjell aus Hamburg. Wie fängt man am besten an, eigene Produkte zu verkaufen? Ich frage mal vielleicht andersrum. Ihr habt euch, oder du, ihr habt euch ja bestimmt mal was gekauft, das so cool war, dass ihr es anderen Leuten gezeigt habt. Wenn ihr das mit eurem Produkt hinbekommt, dann ist das schon gute Eigenwerbung. Und wenn ihr dann die ersten paar Stück verschenkt zum Beispiel, zum Testen, ob das Ganze gut ankommt oder einfach zu sehen, wie gut die Qualität ist, wenn ihr zum Beispiel 10-mal ein Messer schmiedet und ihr das dann einfach verschenkt und ihr dann nach einem halben Jahr fragt, hey, wie sieht's denn jetzt aus? Dann habt ihr erste Resultate, ihr sprecht nochmal mit den Leuten drüber und das ist halt eben was, was ich vielleicht selbst relativ gut schon vermarkten kann. Wäre ein Campervan ein Projekt für dich in Zukunft? Ich habe mir schon oft tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Jetzt erstmal nicht, speziell hier in der Werkstatt nicht, weil ich das Fahrzeug hier nicht reinfahren kann und dran arbeiten kann. Deswegen ist das schon mal ausgeschlossen. Aber irgendwann werde ich was Großes ausbauen, definitiv. Hast du schon mal die negativen Seiten von Social Media zu spüren bekommen? Also grundsätzlich jeder, der irgendwie was auf YouTube oder auf Instagram hochlädt, der wird irgendwann immer irgendwelche komischen Kommentare bekommen. Also ja, auf jeden Fall. Aber zum Glück sind die positiven Kommentare viel, viel geiler und viel, viel häufiger als die negativen. Eine Sache kann ich dazu noch ergänzend sagen. Und zwar habe ich gerade durch YouTube gelernt, dass man es nicht jedem recht machen kann. Es gibt immer jemanden, der sagt, ey, das ist so kacke oder irgendwie, das ist so schlecht oder das gefällt mir gar nicht. Das habe ich ganz, ganz klar durch YouTube gelernt. Beruf zum Beispiel, was du schon alles gemacht hast und Hobbys. Erstmal so die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich habe schon relativ früh angefangen, bei einem Gartenlandschaftsbauer zu arbeiten. Immer teilweise, als ich noch ein bisschen jünger war, am Wochenende habe ich dann dort gearbeitet. Das waren dann Innenabrissarbeiten, dann Winterdienst, Streuarbeiten. Einmal haben wir an so einem Netto das Unkraut weggemacht und dann war da noch jemand, der auch dort gearbeitet hat und der hat mir den Tipp gegeben, pass auf, wo du hier hingreifst. Wir sind hier in einem, ja, ein bisschen komischen Ecken in Saarbrücken und da liegen halt öfters Nadeln, deswegen pack da nicht rein. Abrissarbeiten habe ich auch ausgeführt und dann war ich noch bei der Verkehrssicherung. Das bedeutet, wenn ihr dann zum Beispiel auf der Autobahn seid und da kommt eine Baustelle, da musst ihr immer mit 2 Vorwarnern ausgeschildert sein, beziehungsweise es muss darauf hingewiesen werden. Das habe ich auch gemacht. Das habe ich noch gemacht. Arbeit macht schon Spaß, vor allem ich habe jedes Mal ein bisschen was dazugelernt, wie alles funktioniert. Deswegen habe ich auch die Abrissarbeiten damals tatsächlich gemacht, weil ich sehen wollte, was alles dazugehört, wenn man sich ein Haus kauft und rupft einmal alles raus. Das war der Grund, weswegen ich das gemacht habe. Und ich habe noch ein bisschen Geld verdient. War ganz praktisch. Hobbys. Meine Hobbys haben sich mittlerweile echt stark dezimiert, weil ich hier in der Werkstatt eigentlich größtenteils meinen Hobbys nachgehe. Aber wenn ich sagen müsste, was speziell meine Hobbys sind, würde ich, glaube ich, sagen, in Urlaub fahren. Das ist mittlerweile
so ein bisschen wie so ein Hobby geworden. Ich kann zwar nicht so oft machen, aber das ist mein größtes Hobby, würde ich sagen. Ich habe euch ja am Anfang vom Video noch gesagt, dass ich euch hier diese Maschine zeigen werde. Denn ich habe mir am letzten Tag vom Urlaub auf der Heimreise noch eine Systembohrmaschine gekauft vom lieben Matthias. Darüber wird es aber ein eigenes Video geben. Was kann man damit grob gesagt machen? Damit kann man Löcher bohren. Aber mit System. Die werdet ihr aber dann in einem eigenen Video sehen. Das waren ein paar Fragen, die von eurer Seite aus gekommen sind. Vielleicht war ja deine Frage mit dabei und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Rede und Antwort stehen. Das soll es mit dem Video für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.